Und damit recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Layers of Fear. Mit Controller, Headset auf dem Kopf. Und ich würde sagen, machen wir mal weiter, da wo wir das letzte Mal aufgehört haben. So, hat er ganz kurz geruckelt, okay. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. So, genau, in der letzten Folge sind wir hier angekommen, haben das Blut, das Blutglas gefunden im Schlafzimmer. Und, ja, würde ich mal sagen, gucken wir mal weiter. Vorm Tritt heraus. Gut. Hier vorne steht eine rote Vase. Ist hier sonst irgendwas drin? Nee, sieht nicht so aus. Hier ist auch nichts. Alles klar, dann gehen wir mal weiter. So, hier steht ein Klavier, ein Flügel. Okay. Warum auch nicht? Oh nein, die Musik. Ist noch ein Zettel drinne? Wieso muss die Musik so scheiße sein? So. Kreative Blocker. Hallo, Hilfe, Hilfe. Ah! Alter. Junge, wer macht denn so einen Scheiß, Alter? Häng einfach ein Baby runter. Moment mal. Dieser Sound, kommt der euch nicht auch irgendwoher bekannt vor? Kommt der euch eventuell von letzter Folge bekannt vor, wo wir in diesem Raum standen, uns eingeschlossen hatten und dieses Ding oder was auch immer wir haben, diese Farbspur vor unserem Raum gelegt hat und geklopft hat? Denkt mal dran, wie die gelaufen ist und jetzt hört einfach mal hin. Ich wette, das, was da gelaufen ist, war ein Ebenbild von uns. So, Last Quarter, New Moon, First Quarter, okay, Neumond, 9. Juni, don't forget, nicht vergessen. Also 9.6. So, ich frage mich, ob ich hier durch diese Türe durchgehen möchte. Ich glaube es eher nicht. Ah! Oh. Deswegen wusste ich, warum ich diese Tür nicht durch möchte. So, ach nee, warte, hier könnt ihr ja doch. Schauen wir denn den Schlüssel. Hier war noch eine Truhe, die mir. Aha. Ein Zettel noch hier drin. Gut, der wird vielleicht dann zu unserer Sammlung hinzugefügt. Erstmal fett Licht anmachen, ja, so. Hier ist auch noch ein Zettel. Heute wieder neue Zettel, sogar noch schlimmer als davor. Das Traurige daran ist, dass ich jedem Wort zustimme. Ihr fragt euch sicherlich, warum rennt er hier so durch? Ich habe das gerade eben schon mal aufgenommen, aber dann ist mein PC abgestürzt, deswegen mache ich das gerade nochmal. Also ich kenne die Story schon.
So, und hier dürfte, da muss ich jetzt gleich mal drauf achten, gleich eine Vase reingeflogen kommen. Oder auch nicht. Gut, dann eben nicht. So, wenn man hier irgendwas Neues drin, irgendwas, was uns helfen kann. Nee, nix. Und hier? Blinde Narben, Idioten, Einfallspinsel, Idioten, Ignoranten. Alter. Ugly. Ugly. You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense into your stupid face. Junge, beruhig dich. Junge, 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 Junge. Ja, okay, der Typ, der sieht halt doch schon so ein bisschen gruselig aus hier, ne? Das muss man schon sagen. So, dann gehen wir mal weiter. Ich weiß, wie, warte, was? Ja, dann. Mach doch Licht an. Okay, jetzt sind wir ja in irgendeinem Obergeschoss und da liegt ein Schlüssel. Ich gehe mal davon aus, wir müssen einmal dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum hier runter. Gerade durch bis zur Lampe, die schalten wir ein. So. Gut, das sollte genügen. Um an den Schlüssel zu kommen. Jawohl. Was ist denn ein? Was ist das für ein Geräusch? Sehr geehrter Herr, wenn ich ehrlich sein soll, kann ich nicht gerade behaupten, dass mich Ihr Schreiben überrascht hat. Mehrere Kollegen hatten mich bereits darüber informiert, dass Sie zuvor deren Meinung in dieser Angelegenheit hören wollten und während es vollkommen nachvollziehbar ist, dass Patienten eine zweite Meinung einholen, möchte ich jedoch meinen, dass 16 übereinkommende Meinungen ausreichend wären. Dennoch bin ich aus Respekt Ihrer Frau und Ihnen gegenüber den Fall noch einmal sorgsam durchgegangen und leider stimme ich mit meinen Kollegen überein. Unwillkürliche Muskelspasmen sind bei Patienten, die so starke Verbrennungen erlitten haben, wie ihre Frau nicht unüblich. Was sie als abartiges Grinsen oder enervierendes Klaffen beschrieben haben, wobei viele diese Ausdrücke verletzend fänden, könnte in der Tat eine Manifestation eines Nervenschadens darstellen. Die anderen Symptome, die Sie erwähnten, scheinen keinen psychologischen Ursprung zu haben, sondern erscheinen eher psychologischer Natur. Traumatische Ereignisse können zu schweren Stresssymptomen führen und nichts davon, wofür man sich schämen sollte. Bezüglich Ihrer Aufforderung an uns, Ihre Frau wieder hinzukriegen, müssen Sie begreifen, dass die Dinge, die sie durchgemacht hat, nicht einfach durch einen simplen medizinischen Eingriff rückgängig gemacht werden können. Es ist ein langer, beschwerlicher Prozess, der all ihre Stärke und Unterstützung
Ja, das haben sie ja schön gemacht. Einfach alles auf die eine Seite gequetscht. Was ist das für ein scheiß Telefon hier? Hey. Irgendwas haut mich doch gleich. Nimm doch. Oh Gott. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Jetzt ist der Zettel wieder da, hä? Alter! Junge! Alter, irgendwas wird doch der. Alter, lass meinen Kopf in Ruhe, bitte. Zerstör ihn doch nicht so. Oh, Junge. Alter, was sollen die? Hä? Muss ich vielleicht anders rumlaufen? Hilfe. Hello? Yes, speaking. What? What fire? Oh God. Is she? Which hospital? I'm on my way. Okay. Das war garantiert der Anruf vom Feuer im Kaufhaus. Warum muss dieses... Ruhelose Momente, was? Ruhelose Andenken. Ich habe Moments gelesen. Ist wieder Wein oder Blut, was das denn soll? Ich gehe mal von Wein aus. Alter, was ist denn das für eine kranke Scheiße hier? What the fuck? Nehmen wir mal. What the fuck is going on? Alter, wer oder was stand da, ey? Flatternde Schrecken sind still. Konstantes Flattern fressen andere Ratten. Heilige Scheiße, mach doch sowas nicht, ey. Boah. Junge. Weil die Gänge, die können da nichts Gutes werden.
Warte, what the fuck? Was zum Teufel? Was für eine kranke Scheiße hier. Okay, hoch können wir anscheinend nicht mehr. Können wir noch runterfahren? Was passiert jetzt? Nein, lass mich nicht hier raus. Nein, lass mich nicht hier raus. Nein, lass mich nicht hier raus. Oh, fuck my life. Was? Gib die Hoffnung auf, solange du kannst. Oh nein. Ich dachte, der Spruch heißt, gib die Hoffnung nicht auf. Jedenfalls rate ich dir als dein Anwalt dazu, von jeglichen unüberlegten Handlungen abzusehen. In anderen Worten, mach nichts Dummes. Wir haben immer noch eine Chance zu gewinnen. Glaub es mir oder nicht, ich habe schon Klienten aus tiefer Scheiße gezogen. Als dieser hier. Mach es nur bloß nicht. Noch schlimmer. Tauch eine Weile unter und lass mich gegen den Gerichtsbeschluss vorgehen. Dieser Sozialarbeiter hat es definitiv auf dich abgesehen. Wir können es zu unserem Vorteil nutzen, dich als Opfer des Systems darzustellen. Ein trauernder Ehemann, ein kurzzeitiger Verlust der Zurechnungsfähigkeit, ein übereifriger Bürokrat. Vertrau mir. Das ist unsere beste Option. Wenn man bedenkt, dass du alles in der letzten Zeit, was du alles in der letzten Zeit durchgemacht hast, würde ich meinen, wir haben eine gute 50-50 Chance auf einen guten Ausgang. Aber nicht, wenn du weiterhin versuchst, alles davon zu überzeugen, dass du total übergeschnappt bist. Keine weiteren Wutausbrüche, kein weiteres Herumziehen. Oder noch besser, überhaupt keine weiteren öffentlichen Auftritte mehr. Du kannst deine Tochter immer noch. Okay. Alter. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Okay, komm, dann guck mal erstmal hier rein. Ach. Come on, ey, warum? Ich weiß nicht, ob es so gut war, jetzt hier lang zu gehen. Alter! Stille Schwimmer, sie verstopfen den Abfluss. Fälle im Wasser, keine Bäder für mich. Alter. Es war fett aufs Klo hier. Ja, mach's halt noch lauter.
kommen. Was wird denn jetzt wieder so eine Scheiße hier? Ich will nicht. Ich will nicht. Alter, was ist denn das jetzt hier wieder? Okay, eine Mauer. Noch eine Mauer. Oh Gott. Warum wieder ein Gang mit so vielen scheiß Kerzen? Die gehen doch alle gleich aus. What? Das wird für ein gruseliger Scheißkeller hier. Kann die noch klingeln, wenn dann immer was drin nicht. Okay, das ist jetzt schon wieder, das ist jetzt wieder geil, vor allem mit der schönen Musik. Wie geil, man kann die Dinger wegschieben. Ich sehe rein gar nichts. What the fuck, ey? Was ist jetzt? Was ist hier los, ey? Oh nein, irgendwas muss da unten, ey. Und ich weiß nicht, was da unten ist. Ja, aber auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Layers of Fear wieder, denn wir haben jetzt schon die 24 Minuten geknackt, mein Zeitraum, den ich pro Folge ungefähr einhalten möchte. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.